Recht herzlich willkommen zur 42. Folge von City Skylines. Da oben ist irgendwas los. Müssen wir mal hinkommen, oder? Ah, da ist ein Haus abgebrannt, oder? Ja, okay, da oben sind Müllprobleme wieder mal. Wo ist das abgebrannte Haus? Ja, ne, da, ne? Ja, das müssen wir abreißen dann. Gut, haben wir gemacht. Müllprobleme sind immer noch da. Straße wollten wir machen, das war's, ne? Hier stehen sie auch wieder Schlange. Da auch. Warte mal, dann lass uns mal gerade die Karte aufmachen und den Verkehr nochmal angucken. Ja. Sieht echt super schlecht hier aus. Wieso stehen hier Autos? War das nicht gedacht als Einbahnstraße? Wohl nicht. Hier war eine Einbahnstraße, da haben wir das glaube ich gemacht, okay. Die fahren da im Kreis oder wie sehe ich das? Oh Mann. Irgendwie müsste diese Straße größer werden. Aber die ist ja zweispurig in dem Sinne, zwei rein, zwei raus. Oh. Ja, was machen wir da? Gute Frage, ne? Wie kriegt man das hin? Kriegen wir das da hin? Kriegen wir die übereinander gelagert? Das würde bedeuten, ich mache diese Straße dorthin. Gehe ich dahin? Geht das nicht? Dort, da war sie gerade. Na komm schon. Probieren wir mal aus. Würde gehen. Geht das da? Dann müssen wir das noch mehr abreißen. Das will er irgendwie nicht. Oh, guck mal, da wäre es gegangen gerade. Da reißen wir ein paar Häuser bei ab, ne? Zeigt aber an, dass das nicht geht. Da würde es gehen, da würden aber auch wieder Häuser dran glauben müssen. Bringt also nichts in dem Sinne. Weg. Bringt nichts. Das ist nichts Gutes da. Hier quält es sich alles in die Stadt. Und die quälen sich dann da lang. Und die wollen dann links abbiegen oder was? Ich schätze mal, ne? Jetzt fahren hier ein paar Autos und dann dreht sich die Schlange da auch wieder, ne? Ach, die fahren da auch nicht weg. Schwierig, schwierig, schwierig. Kriegen wir das jemals hin? Ich weiß es nicht. Aber wir haben ja die nächsten Anbindungen auch gemacht hier, ne? Und da ist noch ein Haus, was wir abreißen sollten, damit das wieder besser aussieht da in der Ecke. Guck mal, hier ist die Anbindung und die ist gut. Aber hier sieht es ein bisschen schlecht aus, ne? Ach, die stauen sich bis dahin. Und dann wiederum bis dahin. Auch schön, ne? Die Feuerwehr steht im Stau und deswegen können die auch nicht löschen.
Voll doof. Jetzt werden wir gerade drehen. Wo wollen die denn alle hin? Keine Ahnung. Also es hat im Endeffekt keinen Sinn. Wir müssen hier irgendwie mehrspurig werden. Was haben wir hier? Irgendwie sechsspurig oder was haben wir da? Und es geht nur in eine Richtung. Das bedeutet, dass wir da auf jeden Fall auch mehrspurig werden sollten, oder? Straße verbessern. Das ist dann eine Autobahn. Autobahn will ich ja gar nicht. Da muss ich alles abreißen, was daneben ist. Noch bedürfer, ne? Jetzt fließt es ein Stück schneller, weil es dann mehrspurig ist. Müssen wir die Müllkippen da abreißen? Kriegen wir denn eine Müllkippe auf der anderen Seite hin? Hier? Ja, da war gerade schon grün. Würde ich dann so machen. Mach die wieder weg. Mach Straße hin. Und müssen wir erstmal hier reingehen. Gebäude leert sich, ist noch voll. Können wir so direkt abreißen? Weil müsste sich ja nicht mehr leeren, ne? Ah, Gebäude ist nicht leer, dann kann man es nicht abreißen. Taktisch klug das Spiel also. Geht. So. Ja, hier sieht's auch nicht gut aus, ne? Können wir da was ändern an der Straße? Ne, da müsste der Friedhof weg. Das können wir uns auch nicht leisten. Wie sieht das hier aus? Würde rein theoretisch gehen, reißen wir natürlich ein paar Gebäude nebenan ab. Haben wir eine Alternative? Das ist die Frage, ne? Ah, hier geht ohne Abreißen. Grünstreifen weg, mehr Straße, oder? Fahren sie dadurch besser? Gute Frage, ne? Könnte aber sein. Ich glaube, es ist etwas flüssiger. Hier brauchen wir das nicht machen. Ist egal jetzt, ne? Das sieht schon besser aus. Das müssen wir auch noch so machen. Hier wartet keiner mehr. Das heißt, dann können wir das auch so lassen. Da müssen die Häuser abgerissen werden. Das muss ich erst lernen. Es knubbelt sich aber weniger. Oh, wir sind eine Hauptstadt geworden. Schön, prima. Was haben wir jetzt hier? Ein Hafen und ein Frachthafen. Okay. Neue Gebäude und Schiffe gibt es auch. Und wir können unser Land erweitern. Prima. Ein neuer Erfolg.
müssen mal Gebäude abreißen. Da auch. Oh. Das haben wir schon gemacht. Insgesamt gesehen wird es hier alle nicht besser. Allerdings muss ich sagen, durch die ein paar Erweiterungen, die wir jetzt der Straße gemacht haben, fließt der Verkehr doch noch zügiger, oder? Ich glaube, wir können hier nochmal was machen. Weil sie stehen gerade hier auch so, ne? Dann wird es vielleicht auch noch besser. Geht hier sowas auch noch? Oh, guck mal, das wird da auch gehen. Geht aber in einer Richtung auch, oder? Okay. Oh, das war verkehrt. Das war verkehrt. Das muss so schnell ändern. So, ich glaube, jetzt ist es besser, oder? Ja, toll finden die das nicht. Das weiß ich auch. Aber das ist jetzt halt so. Geht das besser? Weil vom Bahnhof gehen die LKWs ja gar nicht mehr voran. Aber jetzt sieht es gut aus, oder? Insgesamt fließt der Verkehr besser. Da kommt ein neuer Zug gerade an, der lädt ab. Ja. Ja, jetzt kommen die LKWs da wieder alle runtergefahren, aber das ist ein klein bisschen flüssiger auf jeden Fall. Ich glaube, wir machen hier das Stück auch noch neu. Aber jetzt stehen die LKWs wieder da. Aber jetzt hier fahren sie gerade wieder. Das geht doch, oder? Komm, zack. Zack. Das ist durchgängig. Und stehen trotzdem dann noch alle. Okay. Ja, wir werden das hier wohl irgendwie ändern müssen, ne? Und zwar werden wir, denke ich mal, hier was wegreißen. Es ist zwar nichts Dolles, aber die Einfahrt muss so sein. Komm. Die sind nicht glücklich, das ist mir auch bewusst. Die sollten das jetzt gleich wieder abreißen, da wahrscheinlich. Die Häuser da hingebaut. Die müssen aber weg. Und wegen der Straße hier geht das nicht, ne? Da müssen wir das also auch noch wegreißen. Ja. Ich glaube, das ist schon so richtig, ne? Nee, ich brauche den Bagger. So. Die beiden weg. Das auch weg und das auch weg. Und dann kommt die Straße da wieder hin. Hallo, wieso geht das jetzt nicht? Dieser Ort ist bereits belegt.
eins. Das ist da vorne noch die Flecken. Müssen wir mal gucken. Straße jetzt. Auch wieder nicht. Das heißt, wir reißen die Straße auch ab. Und dann nochmal das Ganze hier mit. Okay, da ist jetzt eine U-Bahn, die macht uns dann die Schwierigkeiten. Warum will der das jetzt hier nicht hinbauen? Okay, weil wir das wahrscheinlich so machen müssen. Oh, gibt's doch gar nicht, oder? Auf ein neues. Jetzt haben wir es geschafft, oder? Und warum bauen die da schon wieder hin? Das ist doch nicht wahr, oder? Kaum zu glauben. Wie bauen wir die Straße da dran? Ja. Zweispurig oder vierspurig? Geht vierspurig. Machen wir hier gerade. So, jetzt verbessern anklicken. So, jetzt haben wir sie verbessert, oder? Das verbessern wir auch noch. So, jetzt haben wir da eine Straße, die einigermaßen gut darüber geht. Gut, dann brauchen wir mehr Industriegebiet, glaube ich. Und das haben wir ja hier. So, sollte funktionieren. Geht da noch was? Ja. So, jetzt haben wir eine ordentliche Straße, die da reingeht, bis dahin. Jetzt müssen wir nur das Industriegebiet erstmal wachsen lassen und dann müssen wir wahrscheinlich hier wieder was machen. Wenn wir dieses nehmen und dieses Tool, dann können wir doch hier wahrscheinlich das nur weglöschen. Genau so ist es. Okay, die hauen auch alle dann ab. Updaten wir das Ganze. Ja, will jetzt nicht so, wie ich will, aber das will. Ort ist belegt. Ja. Diese Gebäude müssen alle noch weg. Geht schon. Und der da auch noch bitte weg. Ah, da ist die Station vom Dingens. Das ist ganz schlecht. Was machen wir da? Was machen wir da? Da müssen wir so machen, aber erst abreißen. Die Straße muss weg. Und dann müssen wir das... Nee, das war schon, glaube ich, richtig. Und dieses haben. Und so. Ha, hat geklappt, glaube ich. So. Jetzt stehen da 598.000 und es werden immer mehr. Ey, komisch. Jetzt müssen wir gucken nach einer Bushaltelinie. Fährt nur eine lang? Ja. Wow, geht sogar. Krass, die Linien bleiben dann da. Schön. Gut, aber ich denke mal, für die Runde soll es reichen. Wir müssen nächstes Mal noch mehr machen von der Sorte. Und zwar... Das ist einzeln und das ist flächig. Da schütten wir mal schnell noch was hin. Ich glaube, das können wir so machen, ne? Ja. Ich pinsel das gerade hier wieder an.
So. Ja. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.